Hallo, ich bin 29 und ich habe seit 3 Monaten meine Regel. Ich habe sie nicht durchgängig, sondern ich habe sie einfach seit 3 Monaten wieder. Und bevor ihr euch jetzt fragt, Charlie, was ist mit deinem Körper falsch? Warum hattest du einfach die ganze Zeit davor nicht deine Regel? Denn ich hatte die ganze Zeit davor meine Regel einfach nicht. Das lag an meiner Verhütungsmethode. Ich habe mit 19 oder 20, ich weiß es nicht mehr so genau, die 3-Monats-Spritze angefangen zu nehmen. Das ist ähnlich wie die Pille halt, eine hormonelle Verhütung. Und alle 3 Monate bekommt man eine Spritze, entweder in den Gesäßmuskel oder in den Oberarmmuskel, einfach weil das sehr große Muskeln sind und die ja diese Spritzenflüssigkeit aufnehmen müssen können, ohne dass man höllische Muskelkater dann 4 Wochen hat. Ich persönlich kam mit der Pille einfach nicht klar. Ich bin super schlecht darin, regelmäßig Medikamente zu nehmen, auch wenn ich Antibiotika oder sowas nehmen muss. Das ist für mich ein richtiger Struggle, das immer zur gleichen Uhrzeit zu nehmen. Und dementsprechend war für mich damals die 3-Monats-Spritze eine sehr, sehr ideale Möglichkeit. Man muss dazu sagen, als ich angefangen habe mit der 3-Monats-Spritze zu verhüten, war die noch recht neu. Ich glaube, irgendwas zwischen 8 und 9 Jahren habe ich jetzt diese 3-Monats-Spritze genommen und habe August 2016 beschlossen, dass ich nicht mehr mit der 3-Monats-Spritze verhüten möchte. Also ich wusste, dass ein erhöhtes Gebärmutterhalskrebsrisiko besteht, eben durch diese 3-Monats-Spritze. Und da habe ich halt auch immer jährlich meinen Ultraschall für gekriegt. Und es war okay, damit kam ich klar. Und letztes Jahr kamen dann Studien raus, wo es halt hieß, dass das Risiko an Osteoporose zu erkranken durch diese Spritze extrem höher liegt als eben bei anderen Verhütungsmitteln oder wenn man gar keine Verhütungsmittel nimmt. Und das fand ich halt schon echt ein bisschen krass. Ich bin Single zurzeit und ich war auch zu der Zeit letztes Jahr Single. Dementsprechend war das für mich jetzt auch kein großer Struggle. Ja, im August diesen Jahres habe ich dann das erste Mal wieder menstruiert. Ach, ist es nicht schön. Das heißt, mein Körper hat ein Jahr lang gebraucht, um diese ganzen Hormone abzubauen, die immer noch in meinem Körper waren. Und dieses Jahr war ich, glaube ich, mit der unausstehlichste Mensch der Welt. Ich habe einfach angefangen zu heulen. Random. Ich konnte vorher gelacht haben und alles und dann, zack, habe ich geheult. Es war eine ganz, ganz schlimme Zeit für mich mit Ups und Downs und ich bin froh, dass ich da jetzt durchs Gröbste durch bin. Aber ich merke einfach, dass ich dieses Menstruieren komplett neu lernen muss, also wieder auf meinen Körper zu hören. Was sind so die Anzeichen, die mir mein Körper sendet? Und das ist halt super spannend und weird für mich zurzeit. Einfach weil ich das so lange nicht hatte, mich nicht mehr daran erinnern kann, wie das war, bevor ich die 3-Monats-Spritze genommen habe. Da wusste ich einfach nur, ich hatte tierische Schmerzen beim Menstruieren. Die habe ich immer noch. Und ich blute wie ein abgestochenes Schwein. Das war früher auch so. Also dadurch hat sich jetzt irgendwie mein Zyklus nicht verändert. Und ja, natürlich, ne? Jetzt bin ich Single. Jetzt ist es eigentlich egal so, dass ich halt nicht dauerhaft verhüte. Aber ich frage mich halt schon auch so ein bisschen, wie ist es denn, wenn ich da mal einen Partner habe? Auf der einen Seite möchte ich halt sehr unkompliziert verhüten. Ich habe keine Lust, irgendwie jedes Mal Temperatur zu messen, zu gucken, ist das jetzt ein günstiger Tag und so weiter und so fort. Ich persönlich bin auch kein großer Freund von Kondomen, wenn man in einer festen, dauerhaften Beziehung ist. Denn ich finde, wenn man in einer festen, dauerhaften Beziehung ist, dann kann man sich auch einfach mal vom Arzt durchchecken lassen und gucken, ob wirklich alles okay ist. Und wenn das der Fall ist, dann kann man halt eben zumindest diese Geschlechtskrankheiten, die ja das Kondom verhindert, kann man ja ausschließen. Und dann reicht es ja, wenn man das Schwangerwerden verhindert. Und es ist halt schon so für mich, dass ich halt denke, krass, wie mache ich das denn dann später? Denn eigentlich möchte ich nicht wieder zurück zur 3-Monats-Spritze. Ich möchte aber auch nicht die Pille nehmen, denn ich bin immer noch sehr schlecht darin, regelmäßig Medikamente einzunehmen. Ich habe auch irgendwie Angst vor so einer Spirale, Kupferkette, Stäbchen. Also es gibt, oh, das ist halt alles Hormonkacke. Und ja, das sind so die Sachen, mit denen ich mich halt momentan so beschäftige und immer mal wieder so drüber nachdenke und mich halt einfach so frage, ja, wie mache ich das? Ich meine, das Einfachste wäre es für mich als Frau, wenn der Mann eine Vasektomie hätte oder unfruchtbar wäre. Und das bringt uns nämlich zum nächsten Punkt, denn ich möchte keine Kinder. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals in mir einen Kinderwunsch verspürt habe, auch nicht als Kind. Ich war nie so dieses Kind, was mit Babyborn oder so gespielt hat. That's not my thing. Und ich sehe mich auch heute nicht in der Rolle einer Mutter. Und ja,
ja, ich bin 29. Das heißt, theoretisch müsste meine biologische Uhr langsam mal anfangen zu ticken, wenn sie denn da was haben wollen würde. Wegen mir könnte dieser ganze Uterus-Kram, der könnte raus. I don't need that. Ich möchte keine Kinder. Ich finde Kinder toll, so. Und ich arbeite ja auch mit Kindern später dann mal, hoffentlich. Und es ist auch vollkommen okay, aber ich brauche keine eigenen Kinder. Also die Arbeit mit Kindern erfüllt dann schon mein komplettes Mutterinstinktsein haben. Es gibt eben so viele Fälle von Regretting Motherhood, dass ich halt glaube, dass ich wirklich nicht ein Einzelfall bin und irgendwas Besonderes, nur weil ich jetzt kein Kind haben möchte. Ich kenne übelst viele Leute, die von sich sagen, sie möchten kein Kind. Auch viele Frauen. Und komischerweise finde ich es halt einfach so ein bisschen weird. Bei Männern ist es heutzutage immer noch vollkommen akzeptiert. Wenn ein Mann sagt, ich möchte kein Kind, dann wird es einfach hingenommen. Dann ist es halt einfach so. Dann. Er ist nicht der Typ dafür. Wenn ich als Frau sage, ich möchte kein Kind, dann kommt als allererstes dieser Satz, naja, warte mal ab. Oder, na, wenn der Richtige kommt. Und ich denke mir einfach nur so, nein. Ich habe nie in meinem Leben davon geträumt, ein Kind zu haben. Es ist für mich nicht das größte Glück der Erfüllung, Mutter zu sein. Warum sollte sich das ändern, nur weil ich mit jemandem zusammen bin? Und ich hatte Partner. Und ich hatte auch Partner, die Kinderwunsch hatten. Das hat sich nie auf mich übertragen. Jetzt könnte der schlaue Fuchs natürlich sagen, ja, Charim, weil es nicht die richtigen Männer waren. Sonst wären sie ja nicht deine Ex-Partner. Ich finde es einfach weird, dass es vollkommen gesellschaftlich okay ist, wenn ein Mann sagt, ich möchte kein Kind, dann so, ja, okay. Und wenn man als Frau sagt, ich möchte kein Kind, dann aber. Ich meine, wir reden davon, dass wir eine aufgeklärte Gesellschaft sind, dass es Gleichheit von Mann und Frau gibt, die es ja aber nicht gibt, ne? Es ist einfach nicht so. Und das ist das beste Beispiel dafür. Also, ich will jetzt auch hier nicht die große Feminismuskeule rausholen und so weiter und so fort. Das muss jeder mit sich selbst ausmachen, denke ich. Aber ich wollte mir das einfach mal so ein bisschen von der Seele wegreden. Es tat gut. Es tat irgendwie gut und es wird, glaube ich, auch gut tun, das öffentlich zu stellen und auch öffentlich zu meiner Meinung zu stehen. Wie seht ihr das? Wie sind eure Meinungen dazu? Wie menstruiert ihr? Wie geht's euch gerade? Ich bin im letzten Part meines Menstruationsdaseins gerade. Es geht mir also wieder besser. Ich liege nicht mit Krämpfen im Bett wie die letzten Tage. Lasst mir gerne eure Meinung, eure Sicht der Dinge, eure Erfahrungen in den Kommentaren da und lasst uns gerne darüber diskutieren, natürlich auf eine freundliche und angenehme und respektvolle Art und Weise. Ich hoffe, eure Menstruationsschmerzen sind nicht so schlimm wie meine und dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin, tschüss!